Ahoi Matrosen und Piratenbräute, herzlich willkommen zu 10 Tipps, die dich im PUBG besser machen. Plus 1 Bonustipp. Adlerauge. Wenn du die Schusstaste beim Repetiersniper weitergedrückt hältst, dann kannst du sehen, wohin deine Kugel fliegt. Wenn du die Taste loslässt, lädt dein Charakter nach. So kannst du mit den ersten Schüssen, die du abgibst, dich schon ein bisschen einschießen. Ruchloser Mörder. Solltest du dann jemanden getroffen haben, wechsel am besten zu deiner Zweitwaffe, um dem Gegner den Rest zu geben. Höchstwahrscheinlich reagiert er auf Treffer, indem er sich in Deckung begibt. Also ist er in Bewegung und da fällt es deutlich leichter, ihn mit einer AR zu finishen. Sei der Geist. Versuche immer, eine andere Stelle zu pieken, wenn du einen Gegner bekämpfst. Häufige Positionswechsel verwirren den Gegner stark, sodass er überhaupt nicht die Möglichkeit bekommt, sich auf dich einzuschießen oder dich gar abzuaimen. Wenn du nur einen Baum hast, dann versuche erst abwechselnd die Seiten zu pieken, danach vielleicht auch mal random die gleiche Stelle, damit er vielleicht gerade auf die andere Seite sieht. Hier kannst du deinem Mindgame freien Lauf lassen. Versuche in Gebäuden zum Beispiel in Richtung einer Seite zu rennen und schleich dann zurück in die andere Richtung, so kannst du deinen Gegner vielleicht sogar von hinten überraschen. Werde unsichtbar. Kleider machen Leute sichtbar. Deine Kleidung macht dich tatsächlich sichtbarer für Gegner. Die meisten Gegner spotten Kontraste im Bild, also solltest du deine Kleidung so gut wie möglich an die im Spiel doch recht hellen Lichtverhältnisse anpassen. Ein helles Grau oder ein schmuddeliges Weiß sind hier die optimalen Lösungen. Schwarze Klamotten solltest du meiden, da du auf offener Fläche sehr schnell auffällst. Gerade der schwarze Ledermantel, der zwar unfassbar cool aussieht, ist aber doch das schlimmste Item, um unentdeckt zu bleiben. Rote, orangene oder gelbe Kleidung fällt natürlich auch massiv auf. Übrigens, der dunkle Zweierhelm hat mehr Vorteile als der helle, da dein Kopf zum Beispiel in Gebäuden nicht aus dem Fenster raus leuchtet und du vor extrem hellen Stellen wie zum Beispiel Steinen so oder so auffällst. Kämpfe taktisch. Was ich auch immer noch sehe, sind Leute, die in der Blue Zone fighten, die sich unbedingt noch einen Kill sichern wollen. Das ist genau die falsche Einstellung, um einen Chicken Dinner zu kriegen. Gerade jetzt mit dem angepassten Zonenschaden sollte man tunlichst vermeiden, sich in der Blue Zone festzukämpfen. Renn lieber davon, sichere dir zuerst die Stelle in der Safe Zone, zu der dein Feind vermutlich auch hin muss, und bekämpfe ihn dann, wenn er schon von der Blue Zone angefressen wurde. Damit steigen deine Überlebenschancen drastisch. Fadenkreuzposition. Extrem wichtig in Häuserkämpfen ist die Fadenkreuzpositionierung. Gerade beim Looten schaut man viel auf den Boden und wenn man unerwartet auf einen Gegner trifft, ist die Präzision dahin. Hier hilft es genau wie bei Counter-Strike Go, das Fadenkreuz immer dort zu führen, wo der nächste Gegner erscheinen könnte. So verlierst du keine wertvollen Millisekunden, um einen Satz Kugeln in den Gegner zu jagen. Waffenmanagement. In welchem Waffenslot sich deine Waffen befinden, ist nicht unbedingt dem Zufall oder deiner Gewohnheit überlassen, sondern man sollte immer darauf achten, dass sich die kürzere Waffe im ersten Slot befindet, da dieser Slot über die Schulter gezogen wird. Der zweite Slot wird um die Hüfte gezogen. Dies ist gerade dann wichtig, wenn man sich kriechend wohin bewegt oder auch wenn man hinter einem Stein unsichtbar bleiben möchte, damit der Gegner nicht genau weiß, wo man sich befindet. Achtet auch darauf, dass ihr beim Heilen sofort das nächste Item einsetzt, damit zwischendrin die Waffe nicht gezogen wird. Nachladezeit besser als Schaden. Wenn du gerne in High-Loot-Spots landest, wo aber auch viele andere immer sind, und du öfter verlierst als gewinnst, dann versuch dich einmal auf schnell nachgeladene Waffen zu konzentrieren. ARs dauern im Schnitt etwa 2-3 Sekunden zum Nachladen, SMGs und Shotguns 3 Sekunden und Pistolen sind um die 1,8-2 Sekunden schnell nachgeladen. Wenn du also die Wahl hast zwischen einer Pistole und einem anderen und dein Gegner gerade auch eine Waffe aufhebt, dann nimm auf jeden Fall die Pistole mit und lad sie so schnell wie möglich nach. Damit kannst du ihn dann, und hoffentlich bevor er nachgeladen hat, umnieten. Todesanzeigen. Der Killfeed kann dir gerade im Endgame sehr viele nützliche Informationen geben. Versuche mehr auf ihn zu achten, um zum Beispiel festzustellen, welcher deiner Gegner bei einem kürzlichen Feuergefecht überlebt hat, wie er bewaffnet ist und wo er sich befindet. Vielleicht kannst du ihn dann sogar von hinten erwischen, solange er noch durchschnauft und sich heilt. Replay-System. Und jetzt einer der besten Tipps, nutze das Replay-System. Hier kannst du lernen, wie sich Gegner auf der Map bewegen, wo Hotspots sind, wann du vielleicht deine Taktik hättest ändern sollen und welche Situation zu deinem Tod geführt hat. Je öfter du das machst, desto besser kannst du Situationen vorhersehen und deine Strategie entsprechend anpassen. Dies ist so ziemlich das wichtigste Tool, um besser in PUBG zu werden, da du die ganze Situation noch einmal mit einem Blick von außen durchspielen kannst. Versuch dir zu überlegen, wie dein Tod hätte vermieden werden können und das setzt du dann im nächsten Game um. Danach kannst du erneut prüfen, ob der Strategiewechsel etwas gebracht hat oder ob du weitere Anpassungen vornehmen musst. Übrigens habe ich letzte noch einen Guide über die Ingame-Settings gemacht, damit man Gegner besser erkennen kann. Und tu mir bitte den Gefallen und mach die Klingel neben dem Abo-Button an, damit dir meine Videos auch vorgeschlagen werden. Und jetzt ab mit dir. Bonus! Hast
du gewusst, dass wenn man die Pappgun mit einer Kugel nachlädt, direkt zwei im Magazin sind? Wenn du also schnell schießen musst, dann klicke die Feuertaste einfach in einem durch und jage den Feind gleich zweimal Schrot um die Frisur. So, jetzt ist aber Feierabend. Tschüss.